Nach den heutigen US-Arbeitsmarktdaten stellt sich aus meiner Sicht die Frage, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen überhaupt senken kann. Denn wir haben gesehen, erstens, wir haben einen sehr, sehr starken Lohndruck, die Löhne deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir haben ja eine sehr starke Aufweichung der Financial Conditions gesehen, der Finanzkonditionen. Was hat das für Folgen? Nun, die Nachfrage steigt wieder, die Stimmung wird besser und das wiederum schlägt sich dann in besseren Wirtschaftsdaten und eben mehr Nachfrage wieder. Mehr Nachfrage und bessere Wirtschaftsdaten heißen latent wieder Inflationsdruck. Und drittens, warum die Fed es schwer haben wird in diesem Jahr, ist, dass sie möglichst versuchen wird, sich aus dem Umfeld der US-Wahlen rauszuhalten. Das heißt, sie hat eigentlich nur die Möglichkeit, im ersten Halbjahr oder bis Ende des ersten Halbjahres zu senken, denn sonst heißt es, ihr mischt euch in die Politik ein, ihr unterstützt die Demokraten. Genau das hat Donald Trump gestern gesagt. Der Jeromey, der Böse, der wird den Demokraten helfen, indem er die Zinsen senkt, um mich zu verhindern. Denn wenn ich rankomme, so Donald Trump, dann wird Powell nicht mehr als Fed-Chef nominiert werden. Schauen wir uns die Gemengelage mal an mit den heutigen US-Arbeitsmarktdaten. 353.000, deutlich besser als erwartet, aber nicht nur das, sondern auch für die vergangenen beiden Monate wurden die Zahl deutlich nach oben revidiert, um 126.000, das ist genau das Gegenteil von dem, was in den Monaten zuvor passiert ist, da wurde ja immer eine bessere Zahl genannt, die dann im nächsten Monat wieder nach unten revidiert wurde, diesmal also genau andersrum. Und das Entscheidende ist aus meiner Sicht die Stundenlöhne plus 0,6% zum Vormonat, das ist ein Schnaps, erwartet 0,3 und 4,5%. Zum Vorjahresmonat erwartete 4,1%. Also Lohndruck auf breiter Front. Ich hoffe, Sie können diese Zahlen hier erkennen in dieser Grafik. Die Schätzungen jedenfalls bei den Arbeitsmarktdaten, die schwanken so zwischen 150.000 und 290.000. Wir haben also eine 4-Sigma-Abweichung, eine 4-Standard-Abweichung, die wir hier konstatieren, was die Zahl der neuen Stellen betrifft, 53.000 über der allerhöchsten Schätzung der Wall Street, das war in dem Fall die UBS, und diese Zahl von 353.000 ist der beste Wert seit einem Jahr, also das war schon ein ziemlicher Hammer. Und die Frage stellt sich halt, was hat das für Konsequenzen? Hier sehen wir zunächst mal die Löhne, die steigen wieder, wir haben ja die Steigerungsrate abnehmend sehen, also wir haben gesehen, dass die Löhne zwar noch steigen, aber eben das Tempo der Lohnsteigerungen abgenommen hat. Dieser Trend scheint jetzt gebrochen. Wir sehen hier, dass diese Kurve nicht erst seit Januar, aber jetzt oder seit den heutigen Daten, die aus dem Januar stammen, dass dieser Trend offenkundig umgekehrt ist. Wir sehen auch viele Segmente mit kräftigen Stellenzuwächsen. Wir sehen relativ wenig neue Regierungsstellen. Das war etwas, was die Zahlen in den letzten Monaten sehr stark nach oben getrieben hat. Wir sehen auf breiter Front wirklich Stellenzuwächse in verschiedensten Sektoren, auch im Bereich Manufacturing, also auch im Bereich Industrie, im Bereich Gewerbe. Aber es gibt natürlich ein paar Fragezeichen auch bei diesen Daten mal wieder. Wir sehen hier zum Beispiel die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 34,1 Stunden gefallen. Das ist doch deutlich weniger als noch im Vormonat. Also das spricht normal, wie Liz Insonders sagt, eigentlich für schwächere Nachfrage am Arbeitsmarkt. Und dann haben wir natürlich die großartigen Seasonal Adjustments. Hätten wir ohne diese Seasonal Adjustments wohl ein Minus von 2,6 Millionen Stellen. Ganz kleiner Unterschied zu den gemeldeten über 350.000. Und wir sehen, dass wir einen weiteren Abbau der Fulltime-Jobs haben. Was also an Jobs hier geschaffen wurde, sind weitgehend Teilzeitjobs, während Vollzeitjobs eben weniger geworden sind. Wir sehen ja viele Entlassungen, gerade von Tech-Unternehmen derzeit. Und wir haben dann noch diese Differenz zwischen dem Establishment Survey, das ist ja praktisch die offizielle Zahl der neu geschaffenen Stellen, wird ermittelt durch eine Anfrage an die Firmen. Und dann gibt es noch den Household Survey, wo also die Haushalte befragt werden. Wie schaut es aus? Hast du einen Job? Hast du gewechselt? Bla bla. Und hier sehen wir ein Minus von 31.000 Stellen. Auch wenn wir hier schon einen kleinen Aufwärtstrend zum Vormonat sehen, ist es doch eine sehr starke Differenz und Divergenz, die sich hier ausmacht. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, dass diese Zahlen nicht verlässlich sind, ganz klar.
Aber dass wir durchaus schon eine bessere Situation in der US-Wirtschaft sehen als noch vor etwa 2-3 Monaten. Also dass diese Zahl schon ein bisschen einen Grund hat, allerdings natürlich auch wieder wahrscheinlich ein bisschen frisiert ist. However, Arbeitslosenquote 3,7%. Das ist jetzt der 24. Monat unter der Marke von 4%. Das ist die längste Strecke seit den 1970er Jahren, dass wir, oder 1960er Jahren sogar, dass wir unter der 4% Marke sind. Und Kommentatoren sagen, the Fed has to pay attention to this simply stunning payrolls report. Diese Headline stammt von einem Bloomberg-Mitarbeiter, der sagt, naja, ich halte die Zahlen auch für fragwürdig, aber wir haben da doch ein paar Anhaltspunkte, dass da doch eine gewisse Stärke zu konstatieren ist. US Payrolls and Wages Surge likely keeping the Fed rates on hold. Also die Fed wird möglicherweise die Zinsen nicht anheben können. Das bepreisen die Märkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen jetzt im März bereits sinken, bei 80%. Das ist ein ziemlicher Gamechanger, muss man sagen. Also man hat jetzt im Grunde, auch nach den Aussagen von Jerome Powell am Mittwoch, als der sagte, halte ich für unwahrscheinlich, da war die Wahrscheinlichkeit, die hier diese Fed Fund Futures bepreist hatten, immer noch so 35-40%, dass es doch passiert. Das ist jetzt deutlich geringer geworden. Und wenn wir hier uns diese Chance mal anschauen, dann sehen wir, naja gut, man erwartet schon am 1. Mai jetzt überwiegend eine Senkung und dann nochmal am 12.06., also am 12. Juni eine Senkung, aber das ist doch ein ziemlicher Shift, man erwartet jetzt also nur noch 15 Senkungen in diesem Jahr von zuvor 6, noch vor kurzem hatte man sogar 7 Zinssenkungen erwartet, startend Mitte der März-Sitzung. Und interessant, Jerome Powell wird jetzt am Wochenende, am Sonntag wird das ausgestrahlt, hier bei 60 Minutes ein langes Interview geben, wo er sich zur Geldpolitik äußert. Soweit ich weiß, ist die Sendung bereits vor den heutigen US-Arbeitsmarktdaten aufgezeichnet worden. Aber vielleicht hat eben Jerome Powell diese Arbeitsmarktdaten am Mittwoch, als er sagte, glaube nicht, dass wir im Fed im März die Zinsen senken, schon gekannt. Diese Frage ist natürlich interessant. Wir wissen nicht, wann die Fed informiert ist über diese Daten. Aber die Märkte haben sich gesagt, egal, ist alles sowieso bullish, denn solange wir nicht sehen, dass die Inflation wieder anzieht und damit unsere Erwartung, dass die Zinsen, naja, 5 bis 6 Mal sinken in diesem Jahr, nicht in Frage gestellt, machen wir einfach so weiter wie bisher. Erste Variante oder zweite Variante, wenn wir sehen, dass die Fed wirklich einen Grund hat, die Zinsen zu senken, etwa weil die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Das zeichnet sich momentan nicht ab, wenn man die Daten anschaut, aber who knows. Also ein guter Grund, sozusagen die Fed zu ignorieren, so Michael Hartnett von der Bank of America, weil man sich sagt, naja, solange die Inflation nicht deutlich nach oben schießt, dann machen wir erstmal so weiter und spekulieren trotzdem auf Zinssenkungen. Vielleicht muss die Fed ja senken wegen dieser Bankengeschichte, wegen diesen Commercial Real Estate Geschichten, wir werden sehen. Aber das ist jetzt hier das Thema auch von Donald Trump natürlich, der sagt, also ich würde den Jerome nicht nochmal nominieren, denn er wird den Demokraten helfen, indem er die Zinsen senkt. Jetzt ist der gute Powell selbst Republikaner, also in derselben Partei wie Donald Trump. Aber er hat natürlich ein schwieriges Verhältnis zu Seth Donald aus dessen erster Amtszeit, als Trump sogar Negativzinsen von Powell eingefordert hat, was der nicht machen wollte. Daraufhin hat ihn Trump doch ziemlich beschimpft. Aber Powell hat vielleicht einen wirklich guten Grund, jetzt erstmal die Füße stillzuhalten. Denn hier sehen wir mal den Vergleich etwa zwischen dem ISM-Index, also ein Einkaufsmanager-Index, nicht wahr, und den Financial Conditions. Und wenn die Financial Conditions sich so stark gelockert haben, wie das jetzt in den letzten Monaten der Fall war, dann dürfte sich die wirtschaftliche Lage der Industrie wie auch in anderen Sektoren weiter verbessern. Wir sehen Verbraucherstimmung. Und in Michigan ist ja massiv nach oben gegangen, eben weil alle Welt erwartet, dass die Zinsen sinken, weil man optimistischer wird. Das wiederum schafft Nachfrage, das schafft bessere Konjunkturdaten, auf die die Fed dann wieder reagieren muss. Und Diego Fastnacht bringt hier einen interessanten Punkt auch. Naja, die Fed interessiert sich weniger für den Aktienmarkt. Okay, das ist schon etwas, was die Fed beobachtet, wie Jerome Powell vor einigen Fed-Sitzungen schon mal klar gesagt hat. Aber man interessiert sich vor allem, wie die Risiken für Kreditausfälle bepreist werden. Und hier hat man diese Risiken ja zuletzt seit der Rallye auch an den Aktienmärkten seit Ende Oktober immer weiter nach unten bepreist, hat also wenig Risiko gesehen.
Und deswegen sagt sich die Fed laut Diego Fasnacht, naja, dann können wir ja erstmal die Zinsen stabil halten, haben also keine Eile, die Zinsen zu senken. Schwer zu sagen, aus was die Fed alles beachtet. Paul bringt ja immer so eine Kaskade an Dingen, die man im Blick hat. Aber diese Kreditausfallrisikobepreisung ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber wir haben heute eine Rallye von Tech, vor allem von großen Tech nach den Zahlen von Amazon und Meta, die beide durch die Decke schießen. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 4,05% steigend. Das sind 17 Basis Punkte, einer der größten Renditeanstiege in den letzten Jahren, die wir heute beobachten, noch steiler bei den kürzer laufenden Anleihen der 3- und der 5-Jährigen, die machen sogar 20 Basispunkte heute gut. Und die Frage ist, Stock Bulls cheer, Science Economy is ripping ahead. Also ist das gut für die Aktienmärkte, wenn die Wirtschaft solche vermeintlich starken Daten hier hergibt. Das ist die Frage. Aus meiner Sicht gibt es hier eine Hierarchie für die Märkte. Nummer 1 ist Zinsen und dann Nummer 2 erst Wirtschaft respektive Soft Landing, ja oder nein. Die Optimisten sagen, Hauptsache Soft Landing, dann ist wurscht, was mit den Zinsen passiert. Die anderen sagen, naja, die Zinsen ist das Entscheidende, weil es hier um Liquidität geht, um den Preis des Geldes letztendlich geht. Wir sehen dann auf der anderen Seite einen der fetten, dicken Anstieg des Dollar-Index, Euro-Dollar, wieder unter der Marke von 1,08. Wir sind jetzt fast an dem Punkt, an dem wir waren, als Mitte Dezember Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung sagte, ja, wir haben schon über Zinssenkungen gesprochen, danach ja großes Hurra an den Märkten, Dollar abverkauft. Jetzt sind wir fast wieder da, wo wir gewesen sind vor diesen Aussagen von Jerome Powell Mitte Dezember. Und was an den Aktienmärkten passiert, beschreibt Sven Henrik und sagt, das ist für künftige Historiker. 2024 ist das Jahr, wo Billionen schwere Companies handeln, wie wir es hier sehen. Das ist Meta, RSI knapp unter 90 mit einem Anstieg, wie ich zuletzt gesehen hatte, von 23%. Das heißt, Meta hat heute so viel Marktkapitalisierung hinzugewonnen, wie SAP an Marktkapitalisierung hat oder Shell oder McDonald's. Und das, weil man die Umsatzerwartungen im letzten Quartal um 1 Milliarde übertroffen hat. Ja, man hat natürlich die Aktienrückkäufe erhöht um 50 Milliarden. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund und hat eine kleine Dividende ausgeschrieben. Das ist wahrscheinlich nicht der zentrale Grund, aber das ist schon extrem. Die Aktie extrem überkauft. Da muss man mutig sein, wenn man jetzt nach diesem Anstieg reingeht, aus meiner Sicht. Wir sehen hier Nasdaq 1,5% im Plus gewesen. Mal sehen, ob das hält. Aber wir sehen Small Caps, es sind im Minus. Wir sehen, dass heute mehr Aktien fallen als steigen. Und das, obwohl die großen Indizes alle sehr deutlich im Plus sind, bis auf eben die Small Caps. Und Ron Walker sagt hier, guckt euch mal diesen Trendkanal an. Da sind wir jetzt rangestoßen. Vielleicht überschießen wir da noch ein bisschen. Aber das ist natürlich schon, wie soll man sagen, ein bisschen euphorisch, was da passiert. Gerade angesichts der Zinsfrage, gerade angesichts der Renditeanstiege und des Dollaranstiegs, normalerweise Renditeanstiege und Dollaranstieg ja nicht gut für die Aktienmärkte. Egal, sagt man sich, nicht egal ist es in China, wo die schlechteste Woche seit Jahren zu verzeichnen ist, kommt auch an, welchen Index man sich anschaut, Anzeichen von Panik, weil offenkundig hier manche sich enthebeln müssen, Margin Calls der Fall sind. Man fürchtet also einen Domino-Effekt. Es hat Peking bisher nicht geschafft, die Dinge wirklich zu stabilisieren. Stabilisiert ist hierzulande auch leider nicht die Energiewende, weswegen der Herr Beko, der Robertino, jetzt sagt, ja, wir wollen die Offshore-Windenergie jetzt beschleunigen, weil man schlichtweg gerade im Windbereich weit hinter den eigentlichen Planungen hinterherhinkt und ohne Wind wird Energiewende nichts gelingen. Also sagt er jetzt, da müssen wir ein bisschen mit dem Umweltschutz gehen, da müssen wir Kompromisse machen. Nee, wir pusten ja ein bisschen CO2 mehr in die Luft wieder, gell? Jetzt sagen wir mit den Vögeln und mit dem ganzen Scheiß da, gell? Das ist zwar die grüne DNA, aber was interessiert uns das Geschwätz von gestern? Na? Wir wollen doch hauptsächlich die Energiewende und es ist Robert Habeck, der Spiritus Rector dieser Energiewende. Scholz macht mit. Die FDP wohl oder übel auch. Man setzt alles auf Wind und Solar und das ist aus meiner Sicht gefährlich, wenn man gleichzeitig eine volle Elektrifizierung macht. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse, die zweite und letzte
Lesen Sie mal, was der Trump hier über den Powell gesagt hat. Das wird noch eine ganz, ganz heiße Geschichte. Diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao, schönes Wochenende.